Hallo meine Lieben, wir haben zweiten Corona-Unterricht und ich hoffe, ihr freut sich auf diesen Unterricht, so ähnlich wie ich mich schon freue. Ich hoffe, ihr habt euren Platz schon vorbereitet, eure Stifte sind perfekt gespitzt und wir beginnen heute auch mit Zeichnung. Ich habe für euch was Spannendes vorbereitet. Die Idee hat mir dafür eine Schülerin gegeben, Larissa nämlich. Einmal hat sie einen Blog mitgebracht und in dem Blog hat sie ganz viele Skizzen von Donald Ducks gehabt, von ganzer Geschichte über ganze Familie von Donald Ducks und von auch Mickey Mouse, glaube ich, war das. Und so habe ich gedacht und so habe ich auch Lust bekommen, mit euch auch mal Donald Duck zu zeichnen oder eben ein Mickey Mouse. Das ist auch ein Porträt. Und das ist auch ein Porträt. Nur, das ist ein Porträt nicht von einem Mensch, sondern von einem Donald Duck. Heute nehmen wir Porträt von die beide. Beide Porträt. Ich wünsche uns viel Spaß. Ihr könnt meinen Kunstunterricht mit Handy anschauen oder ihr könnt auch meinen Kunstunterricht mit so Tablet anschauen. Mit Handy ist es sehr klein. Wenn ihr so ein Tablet, was größer ist, habt, wäre es besser. Ja, das ist mein kleiner Tipp zum Beginn. So. Wir beginnen mit der Mickey Maus und nämlich mit diesem Kopf. Das ist auch ein Porträt, aber eben von einem Mickey Maus und nicht von einem Mensch. Mein Blatt Papier nehme ich, glaube besser so, da das Kopf etwas breit ist. So, mein Papier ist befestigt, Mickey Mouse ist oben und bevor ich beginne, mache ich wieder eine kleine Übung. Ich nehme ein Blatt Papier, was etwas dünn ist und nicht so gut von Qualität und ich mache Übung für Kreis. Ich drehe mal erstmal ein paar runde Kreis. Kopf von Mickey Mouse ist rundlich, daher brauchen wir einen Übung für Kreis. 10 Stück mindestens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Übung ist gemacht, Kreis ist da. Ich habe mich aufgewärmt für Malen. Und ich beginne jetzt auf meinem weißen Blatt. Blatt ist gut dick. Wieder mal mit Strich in die Mitte. Strich in die Mitte. Und erstmal, ich überlege jetzt, wie groß ist Kopf. Ich würde so zwei Striche nehmen. Und ich schaue, dass die Striche sind doch wesentlich kleiner als meine Hand. Und dass die Striche sind insgesamt niedriger. Dass hier oben genug Platz gibt. Hier muss mindestens einmal so quer meine Hand passen. So ist Kopf und fast eine Hand hier oben muss passen. Mickey Mouse hat große Ohren. Und da muss meine Hand auch passen. Ich brauche Platz für die Ohren. So. Ungefähr hier. Zwei Striche und hier rein male ich jetzt meinen Kreis. Zeichne ich meinen Kreis.
So, es ist sogar schnell gelungen. Ich warte auch auf euch und spitze jetzt meinen Stift. Gespitzt. Dann bei euch weiterhin noch sehr schief ist, dann geht es so, probiert ihr und radiert ihr bitte, was nicht gut ist, weg und probiert ihr wieder. Wir üben jetzt erstmal einen Kreis. Es ist wichtig, dass Kopf rundlich ist. Es ist wichtig, dass linke Teil und rechte Teil gleich sind. Die sind gleich bei mir. Ich hoffe, die sind auch bei euch gleich. So, ich werde jetzt auch gleich die Ohren geben. Das sind auch zwei Kreise, aber deutlich kleiner als dieser Kreis, als Hauptkreis für Kopf. Und die sind so seitlich. Ich würde sagen, ungefähr hier und ungefähr auf diesem Ort, hier. In diese zwei Orte würde ich meine nächsten Kreise befestigen. Also die sollen deutlich kleiner sein als Kopf. Und ich würde sagen, ungefähr so. Fast wie ein Schneemann. Aber doch ein bisschen anderes. Kreisen, 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 kreisen und ein bisschen kleiner kreisen als Kopfkreis. Umgekehrt darf nicht sein. Es wird sehr komisch sein, wenn die Ohren größer sind als Kopf. Auf das achten. Ohren können nicht größer sein als Kopf. Ich finde, es sieht schon nach Mickey Maus aus, aber es fehlt natürlich noch ein paar Details. Und zum Beispiel, ich überlege jetzt mir Augenlinie. Ich finde, dass die Augenlinie ist jetzt in die Mitte. Ich suche Mitte, Mitte von meinem Kreis. Das ist die Mitte. Abmessen, oben, unten. Und oben muss fast gleich sein. Ein bisschen Unterschied ist nicht schlimm. Also ich habe so ein Kreuz. Zack. Ein Kreuz. Und Mitte von diesem Kreuz würde ich vielleicht schon beginnen, sogar die Augen zu platzieren. Ich beginne erst mit diesem Strich, Halbstrich für die Nase, relativ große Nase. Wenn es zu groß ist, kann ich auch weg noch radieren. Und Nase ist oval. Da bei dem Kreuz, unter dem Kreuz habe ich ovale Nase platziert. Vielleicht ist bei mir gerade zu oval. Ich kürze es ein bisschen hier, so, aber es fällt alles so mittig im Kreuz, so, und jetzt noch lachen, Mund, breit lachender Mund. Offenen Mund. Offenen Mund. Hier und hier. Ich warte auf euch. Dann, Maus hat auch ein bisschen Kinn. Hier unten mache ich ganz wenig Kinn. So, ganz wenig Kinn nach unten. Es ist sehr viel Linien, deswegen radiere ich jetzt ganz wenig weg.
ganz kleine Kinder gemacht. Ich hoffe, man sieht es. So. Ich habe eine Linie, zweite Linie für offenen Mund, dritte Linie für Kinn oder auch so für Mundlinie und noch hier unten ein kleines Kinn. So. Eins, zwei, drei und Kinn. Wenn etwas fällt, merkt ihr dann schon später. Ist nicht schlimm. Zum Beispiel Zunge ist noch nicht gemalt. Aber das machen wir noch später. Ich würde gerne an die Augen gehen. Die Augen sind zwei Ovalen im Grunde genommen. Die oben, ungefähr hier so, eine nebeneinander sitzen. So sitzen die nebeneinander. Oval, oval. Lange Oval. Und passt ihr auf, dass die Ovale auf einer Linie sind. Nicht, dass ein Auge plötzlich so groß wird und andere so klein. Dass die Augen auch in eine Höhe sind. Augen haben schwarze Pupillen hier und die schwarze Pupillen. So schaut uns schon der Maus an. Er hat auch schwarze Nase. Ich schattiere schon jetzt die Nase, weil ich glaub, das wird uns gut tun, schon ein bisschen mehr zu haben. Mein Kreuz in die Mitte habe ich immer noch. Bitte noch nicht radieren. Jetzt, der Mickey Mouse hat so wie eine Maske hier. So Maske auf Gesicht. Und die versuche ich. Wir haben Kreuz in die Mitte. Und ich finde so um die Augen. Und vielleicht hier geht diese Maske als Halbkreis. Und dann hier. Und wieder von hier Mitte. Das ist zu schmal. Ich habe kleine Fälle. Hier ist zu schmal. Ich radiere das. Es kann sein, ihr müsst viel öfter radieren als ich. Aber ich habe auch viel mehr gemalt als ihr. Deswegen muss ich ein bisschen weniger radieren. Das ist auch normal so. So wie mehr man malt, so weniger man radiert. So weniger radiert man, weil man hat schon sehr viel Übung. So, und wieder Backen. Die Backen können wir sogar ein bisschen größer ziehen, ein bisschen größer über Kreis, konnte man. Und da ist das Kopf und hier ist das Kopf. Es ist schon sehr viel gemacht. Ich schattiere jetzt meinen Kopf mit Stift hier, dass man sieht schon, was ist bei mir eigentlich schwarz. Noch die Ohren sind nicht in Ordnung, aber die sind schon ganz schön oval. Ich gehe mein Ohr nach und schattiere schwarz weiter einfach. Wenn ihr schwarzen Stift habt, könnt ihr schwarzen Stift nehmen, mit schwarzem Stift schattieren. Auch fleißig dabei sein, also schwarzer Stift
Wo ist schwarz? Da habe ich einen schwarzen Stift und ich schattiere weiter mit einem schwarzen Stift. Die Ohren müssen richtig schwarz sein. Ganz schön schwarz. Ich hoffe bei euch auch. Hier habe ich noch Strich, den radiere ich weg. Ich brauche es nicht mehr. Auch Strich wegradieren. Bisschen sauber in die Mitte machen. Wir brauchen unsere Kreuz nicht mehr. Es hat uns sehr geholfen. Vielen Dank. Aber jetzt radieren wir Kreuz weg. Da die Mickey Maus ist schon eigentlich gezeichnet. Wir malen dem nur ein bisschen aus. Viele, viele Striche, viele, viele tausende Striche, die falsch sind, radiere ich jetzt auch weg und damit reinige auch meine Arbeit. Einmal pusten. Oben Strich kommt auch weg, braucht man nicht mehr. So schaut mich schon Mickey Maus sehr, sehr happy an. Die Striche gehe ich noch ein bisschen nach und ich radiere jetzt zweite Ohr. Ich gehe jetzt ein bisschen stärker zweite Ohr nach. Aufpassen, dass die Ohren auch gleich bleiben, dass nicht passiert, ein Ohr ist größer und anderes kleiner. Und mit schwarzem Stift, mit viel Kraft. Ja, hat alle bestimmt viel Kraft auch. Gehe ich einmal eine Richtung, anderes andere Richtung. Ich bin fleißig und ihr seid auch fleißig. Er lässt keine weißen Plätze in die Ohren. Keine weißen Löcher, sonst pustet dort Wind rein. Und dann hört der Mickey Maus in seine Ohren ein Windblasen, das wollen wir nicht. Sonst bekommt er noch uns Ohrenschmerzen. So, vielleicht diese Ohren ein bisschen hier niedriger. So, schön dunkel geworden ist. Mickey Maus hat schwarze Farbe und das soll man das auch erreichen. Mein Stift ist nicht mehr gespitzt. Ich spitze meinen Stift nach. Ihr auch. So schön gespitzt. Und ich gehe noch ein bisschen in die Maske bei Mickey Maus und mache ihm noch etwas schwarzer. Noch etwas dunkler. Ganz schön dunkel ist geworden. Ich hoffe bei euch auch. Ihr seht, wie ich mich bemühe. Und ich hoffe, ihr bemüht auch. Die Nase ist nicht gut schwarz. Die Nase gehe ich noch stärker nach. Noch stärker nach. Und mache diese Nase richtig schön schwarz. Augen auch noch mal schwarze noch Pupille noch etwas dunkler ziehen. Oder wenn eure Mickey Maus blaue Augen hat, dann könnt ihr natürlich blau machen. So, Mund.
In dem Mund habe ich rote Zunge. Ich habe hier meine Stifte bei mir, rot, und ich gehe hier rein und gebe meine rote Zunge, ganz feine Zunge. So. Und ich gehe nochmal meinen Mund und ganze Kontur von Mickey Maus noch einmal mit Schwarz, dass es noch deutlicher wird. Ihr könnt auch nachfahren, Mundlinie nachfahren. Nachfahren. Und den Mund mache ich bei ihm. Er hat schwarz, aber ich verstehe nicht, warum es ist, sein Mund ist schwarz. Deswegen mache ich jetzt nicht schwarz, ich mache rosa. Wo ist mein Rosa? So ein bisschen rötlich, aber nicht so stark rötlich. Rötlich-orange, ihr seht diesen Unterschied. So gebe ich das. Ich finde, das ist so gefällt mir eben mehr. So. Und rote Zunge vielleicht noch stärker nach. Wunderbar. Hier oben noch nachschauen, dass alles gut ist. Ich gebe meine Mickey Maus auch ein bisschen blau ins Auge, weil er mir so mehr gefallen wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch machen. Und jetzt ist es eben ein Kopf von Mickey Maus. Aber ich gebe ihm auch doch ein bisschen Schulter. Dafür nehme ich wieder HB, ein Stift, was man wegradieren kann. Welche Schulter? Vielleicht. So. So vielleicht. Wissen wir nicht. Genau. Ich mache so, dass er bei mir, da ich nicht genau weiß, wie sind die Schulter bei Mickey Maus, mache ich für ihn ein Tuch, ein Halstuch, so seitlich hier ein Halstuch, und dieses Halstuch mache ich ihm in Grün, in einem schönen Grün. Er hat bei mir ein Halstuch und dann hat der schwarze Körper, sehe ich gerade Mickey Maus. Ein Halstuch. Nur Grün ist mir zu wenig. Ich gebe noch ein bisschen auf mein Grün natürlich noch etwas. Noch ein Muster mit Dunkelblau zum Beispiel. Da ist dunkelblau, ich gehe mein Tuch nach. Hier mit dunkelblau, so ist ein Tuch um ihn gebunden. Und ich gebe Kreise. Ihm werden die Kreise sehr schön passen. Kreise. Hier ist Spitze von dem Tuch ein bisschen. Er hat Tuch hinter gebunden, so eine Spitze. Und schwarzer Körper, wieder schwarz. Mickey Maus ist gut gelaunt, er lacht. Er hat auch Corona, aber er ist noch nicht krank. Und er lacht trotz Corona, weil er findet, dass die Corona-Krise ist für ihn eine Chance, besser Kinder kennenlernen. Sonst haben Kinder für ihn nie richtig Zeit, nie richtig. Aber jetzt bekommt er ganz viele Porträts von euch gemalt und gezeichnet. Und sogar mit einem Tuch um Hals. So freut er sich.
außenrum ist alles weiß. Und ich glaube, er wird sich noch mehr freuen, wenn wir auch außenrum ihm etwas malen. Auf jeden Fall würde ich blauen Himmel oben geben. Mit hellblauem Stift würde ich Mickey Maus draußen platzieren. Jetzt wissen wir, dass er auch draußen ist. Ich zeichne ihm ganz viel blauen Himmel und mit blauem Himmel sehr, sehr gute Laune. Er bekommt jetzt mindestens 10 persönliche Porträts von euch und darüber freut er sich schon sehr. Ich glaube, er freut sich auch über blauen Himmel. Und viele Kinder, die ihm jetzt im Moment anstarten, die lernen seine Ohren, die lernen seine Augen und seine Nase, weil er eben ein sehr besonderer Mickey Maus ist. Das macht ihm alles total viel Spaß. Stift ist nicht mehr gut. Ich greife nach meinem nächsten blauen Stift oder ich spitze meinen blauen Stift. Ich habe jetzt ein bisschen dunkleren Stift genommen. Wenn ich hellblau und dunkelblau zusammenmische, ist es auch in Ordnung. Das sieht auch sehr gut für Bild aus. Ihr seht, ich bin fleißig. Ich lasse keine weißen Löcher. Ich schattiere mit meinen Buntstiften sehr gut alles aus. Gut schattieren, gut schattieren. Sieht ganz gut schon aus. So wie mehr Schattierungen, so wie mehr schattiert ist, so besser eingefügt ist. Ihr könnt ruhig versuchen, links und rechts Strich zu legen. Von oben Strich, seitlich Strich. Das alles ist richtig. Lasst ihr eure Arbeit richtig, richtig Farbe bekommen. Ich habe nämlich auch noch Geheimnis bei meinen Stiften. Meine Stiften sind Wasserstiften und ich zeige euch noch später, was kann man alles mit Wasserstiften machen auf einem richtigen Papier. Aber erst später, noch nicht. Ich habe wieder hellblau genommen. Es ist ein richtig schöner Stift mit himmelblauer Farbe. Und nämlich, wenn ihr jetzt sowieso zu Hause viel Zeit verbringt, könnt ihr eure Eltern fragen, ob man euch vielleicht im Internet auch Buntstiften auf Wasserbasis besorgen kann, weil die sind sehr interessante Stifte. Und wenn ihr Papier braucht, Papier habe ich hier in der Kunstschule, dann müsst ihr mich nur melden, mir eine Nachricht schreiben und sagen, hey, bei mir ist Papier ausgegangen, kann ich ein bisschen Papier ausleihen? Und dann denken wir etwas aus, wie kann ich euch Papier ausleihen? Und weiter noch mit hellblau, aber jetzt nehme ich auch dunkelblau und gehe auch noch mit dunkelblau. Also mein Himmel besteht aus zwei Farben, hellblau und dunkelblau. Mein Himmel hat keine Löcher. Es ist überall Himmel. Es hat keine weißen Löcher. Ich hoffe, eure Himmel hat auch keine weißen Löcher. Was mein Himmel noch haben kann, ein paar Wolken. Das mache ich auch mit meinem dunkelblau. Da, hinter Ohrchen, Wolken. Bisschen Wolken. Die Wolken mache ich noch ein bisschen dunkler, dass die besser rauskommen. Eine dunklere Wolke, eine andere ein bisschen hellere Wolke.
größere oder kleinere Wolke. Das ist von euch abhängig. Hier. Zwei Wolken. Vielleicht hier noch eine. Hier oben. So, es ist nicht regnet, es sind nur Wolken. Und ganz oben fliegen sogar Vögelchen, die kommen zu uns, weil wir beginnen Frühling. Und die kommen zu uns geflogen. Vögelchen. Und unten mache ich ein bisschen grüne Wiese. Grüne Wiese. Ja. Ein bisschen blau hier. Mein Mickey Maus steht auf grüne Wiese nämlich. Dafür nehme ich grün, aber nicht selbe grün wie sein Tuch. Ein bisschen andere grün. Ich nehme ein dunklere grün. Also grün nicht so wie sein Tuch. Vielleicht ist bei euch auch lila Tuch, dann ist es okay so. So, hinter ihm male ich nämlich ein bisschen Berge. Er steht in bergischen Landschaft. So Bergen, ein bisschen Bergen, Bergen, mit gerade mir, hier ein kleiner Berg. Und jetzt zeichne ich. Ich lege jetzt Strich nicht mehr so, ich versuche immer so Strich zu legen. Man kann auch hell oder dunkel Bergen legen. So ein bisschen wie Muster entsteht. Finde ich auch nicht schlecht. Mit viel Geduld, wir haben Zeit. Gut schattieren. Ich bemühe mich sehr für euch. Ich hoffe, ihr bemüht sich auch für mich. Und bei euch auch die Bergen sind richtig grün, ohne Löcher, weiße Löcher. Das sind die Plätze, die man vergessen hat zu schattieren. Aufpassen, Stift soll gut gespitzt sein, sonst kann man auch nicht gut schattieren. Und immer so bei Bergen, von links nach rechts. Bei Himmel haben wir von oben nach unten, von oben nach unten gemacht. Und unten bei Bergen gehen wir von links nach rechts, von links nach rechts. Ich gebe noch ein bisschen hellgrün jetzt auf das. Einfach mal ein bisschen hellgrün, dass nicht alles in einer Farbe ist. Das wird auch gut tun. So ein bisschen. Nochmal hier. Aber sonst sind die Berge schon dunkler als sein Tuch. Wer ein bisschen dunkelbraun hat, kann auch ein bisschen mit dunkelbraun, auch ein bisschen bei Bergen gehen auf die Spitzen. Vielleicht hier oben ist nicht mehr so viel Wiese. Es ist vielleicht nur steinig geworden ist und mehr Erde. Und da kann man sagen, gut, oben auf die Spitzen ist es eben so, deswegen ist es ein bisschen braun geworden hier. Ich glaube, das tut auch gut für dieses Bild. Hier oben ein bisschen. Ihr könnt ruhig in eurem Bild viel verschiedene Stiften reinmischen. Es ist nicht immer, dass man alles nur mit einem Stift macht. Hinter meinem Mickey Maus
gibt es viel Wiese und die Berge. Und wer Lust hat, kann noch auf diese Wiese noch kleine Tiere malen. Wenn jemand Lust hat. Wer keine Lust hat, malt keine Tiere. Ich male hier ein Rier. Das ist sehr, sehr kleines, ganz, ganz klein. Total kleine Rehe, ohne Mama. Die Mama ist ein bisschen weiter und Rehe sucht auf die Mama. Ist einfach schwarz mit schwarzem Stift. Steht da, kleine Rehe, und guckt, wo ist seine Mama? Da. Zum Beispiel, ihr könnt was noch malen, ihr müsst nicht. Ihr könnt sagen, ich bin auch fertig und ich schreibe hier meinen Namen. Ich bin Frau Hauser, Lada Hauser, und das ist mein Mickey Maus. So, ich gehe an mein Bild ganz nah und halte ein bisschen, dass ihr genau seht, da sind die Vögelchen, da sind die Berge. Und nächstes Mal zeige ich euch, was könnte man machen, wenn man Wasserstiften hat? Einfach zum Wissen. Mein Bild ist fertig. Mein Mickey Maus freut sich schon auf Freunde. Und seine Freunde malt ihr mir und sendet mir per SMS oder E-Mail. Ich freue mich auf eure Feedback. Ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Lasst mich bitte überraschen mit euren Bildern. Tschüss!